Gut, das kriegt Mama Danja und das kriegt eventuell Baby Khan und das vielleicht Baby Rene. Ich schaue mal. So, das haben wir uns jetzt geholt. Wo ist das Haus jetzt? Wow! Was? Hey Leute, was geht und herzlich willkommen bei Zock mit mir. Baby Claudio hier mit niemanden, denn Baby René befindet sich heute auf einem Schulausflug. Und Leute, ich habe heute was ganz Besonderes vor. Und zwar, seht ihr schon hier links, es gibt momentan den Cyber Sale, der endet in 5 Tagen. Und Baby Claudio hat heute vor, sich viele neue Sachen zu kaufen. Weil Baby, ich muss aber sagen, warum ich mir die neue Sachen kaufen muss, weil Baby René ärgert uns so oft, er prankt uns mittlerweile so oft, er klaut mir mein Haus, dann macht er irgendwas mit meinem Haustier, dann tradet er sich Sachen rüber. Ich habe die Nase voll davon und ich werde jetzt einfach ganz viele neue coole Sachen kaufen. Und womit beginnen wir? Wir gehen einfach mal rechts aufs Geschäft und wir kaufen uns erstmal ein neues Haus. Denn dann kann Baby René uns nicht mehr pranken, indem er unser Haus klaut. Das kann er dann nicht mehr machen. Nee, Baby René, das kannst du nicht mehr machen. So, was haben wir denn da? Ich sehe oben, wir haben 3700 Bucks. Ui, das... Moment. Bevor wir ein Haus kaufen, True Down a Dance Party wherever you go. Das brauche ich doch. Ich meine, ich bin der nervige Claudio. Der nervige Claudio braucht das hier. Schau mal. Und was macht das jetzt? Cool. Cool. Schaut mal, Leute, egal wo ich bin, ich kann dann immer überall eine Party machen. Schaut mal. Cool. Und guck mal, schau mal, ich fange selber an zu tanzen. Von ganz alleine. Und das finde ich super. Also ich muss ehrlich sagen, das finde ich super. So, das ist das Erste, was wir uns gekauft haben. Aber wie packen wir das wieder ein? Ah, so. Wie geht das wieder weg? Ich möchte das aber jetzt wieder weg haben. Na gut, egal. Dann schauen wir mal, was es noch so gibt. So, das haben wir jetzt. Ich brauche ein neues Haus. Aber welches Haus holen wir uns? Modern Mansion ist zwar cool, aber wir holen uns mal Celebrity Mansion. Mit einem SUV ist auch cool, aber was kaufen wir uns? Ich weiß, was wir uns holen. Wir holen uns die Millionaire Mansion plus ein Luxusauto. Das holen wir uns jetzt. Einfach nur, weil Baby René uns nicht mehr pranken soll. So, das haben wir uns jetzt geholt. Wo ist das Haus jetzt? Wow! Was? Also, ich muss ehrlich gestehen, das ist ehrlich cool, aber wie nennen wir das denn? Wir gehen erstmal jetzt hier rein und schauen uns mal das Haus an. Vielleicht ist es doch... Oh, ich sehe schon, das ist doch etwas zu groß für mich ganz alleine. Zeit für die Schule. Ja, aber ich möchte erstmal ein Haus betrachten, okay? Ich glaube, es ist etwas zu groß für mich. Aber jetzt kann mich Baby René nicht mehr pranken, indem er mich aus meinem eigenen Haus schmeißt. Aber ich sehe gerade, das ist echt zu groß für mich. Also das ist... Ich glaube, Mama Danja hat so ein ähnliches Haus. Oder beziehungsweise Mama Danja hat dasselbe Haus. Aber das ist doch viel zu groß, Leute. Was sagt ihr? Ich glaube, das ist... Oh, cool. Hier, Einhorn-Tapete. Ja. Au, oh, hier ist... Sag mir nicht, hier ist der Pool. Was? Man kann in den coolen Pool springen. Cool. Und der geht ganz tief. Aber okay. Darum geht es in dem heutigen Video nicht. So, jetzt haben wir ein neues Haus. Jetzt kann uns Baby René nicht mehr pranken. Ach, guck mal, man kann hier sitzen. Und hier ist sogar noch... hier kann ich sogar noch einen Garten machen. Guck mal, hier kann man sitzen. Cool, hier muss... Aber man muss echt viel Zeit investieren, um das Haus hier einzurichten. Das machen wir ein andermal. So, jetzt gehen wir wieder raus. Jetzt haben wir uns die Luxus-Millionär-Menschen. Jetzt haben wir uns die geholt. Jetzt kann uns Baby René nicht mehr pranken. Aber, falls Baby René auf die Idee kommt, uns wieder pranken zu wollen... Warte, da müssen wir noch was legen. Baby René kann ja trotzdem das Haus noch irgendwie mir wegnehmen, weil Baby René ist halt manchmal so gemein. Celebrity Mansion, na, das möchte ich jetzt nicht so unbedingt haben. Das Haus mag ich nicht so. Wir brauchen noch ein drittes Haus. Und zwar Modern Mansion. Ich glaube, das ist gekauft, oder? Ich glaube, das ist gekauft. Ja, da ist es doch. Modern Mansion. Wie sieht der Modern Mansion aus? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Oh, okay. Ja. Okay. Ich meine, ich muss ehrlich gestehen. Ja, das ist jetzt nicht so meins. Ich meine, die Räume hier oben sind okay. Die sind relativ groß. Aber, warte, da ist ja noch ein Raum. Okay, cool. Oh, hier ist sogar noch ein Raum. Okay, das ist dann wiederum schon cool. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich glaube, unten gefällt mir es nicht. Weil, hier, das ist so ein...
Moment, das ist doch dasselbe Haus, was ich mit Baby René habe. So, Baby René, jetzt haben wir dasselbe Haus wieder. Aber ich wollte gar nicht die Modern Mansion. Ich wollte eigentlich das Futuristic Haus. Ja gut, jetzt habe ich die Modern Mansion anscheinend auch. So, wir gehen mal auf Geschäft. Was gibt's denn noch? Lass uns doch einfach mal zum Pet Shop gehen. Wir gehen einfach mal zum Pet Shop und schauen uns mal hier um, was es hier so gibt. Es gibt einen Griffin. Ich habe übrigens meinen Griffin leider verschenkt. Das heißt, wir holen uns einen neuen Griffin. Ganz einfach. So einfach geht's heute. Wir kaufen alles, was wir möchten. Schau mal. Und kann ich auf den Griffin fliegen? Nee, kann ich nicht. Aber wir kaufen uns einfach. Wir kaufen uns heute alles, was ich möchte. Wir fliegen. Ah, okay. Er braucht einen Zaubertrank, oder? Füttern. Ja, mein Griffin darf fliegen. Und wir benennen auch meinen Griffin. Oh, okay. Jetzt trinkst du meinen Griffin. Oh, cool. Cool, kann ich jetzt fliegen? Ich kann darauf fliegen. Wie cool. Aber wie steige ich denn jetzt wieder ab? Leute, wie steige ich ab? So, aber wir benennen ihn um. Ich mag den Namen Griffin nicht. Wir nennen ihn Hut. Hut. Ich weiß jetzt nicht, ob Hut so geschrieben wird. Ich glaube mit H. Hut. Wir nennen ihn erstmal so. Ja, Hut. Was ist das doch? Hut. Vielleicht benennen wir ihn noch um. Aber okay, Hut haben wir. Jetzt haben wir erstmal Hut. So, jetzt haben wir wieder unseren Griffin. Der kommt erstmal wieder rein. Jetzt schauen wir, was wir hier noch haben. Ein Cerberus. Den hat ja Baby René auch. Aber möchte ich einen Cerberus? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe Angst vor einem Cerberus. Lieber nicht. So ein Panda, der ist ziemlich cool, aber kostet 125 Robux. Ich kaufe mir heute alles, was ich möchte. Hallo, lieber Panda. So, du kriegst erstmal auch einen Namen. So, wie nennen wir dich? Wir nennen dich Milan. Milan klingt doch sehr schön. Milan. Du bist unser Milan. Hallo, Milan. So, Milan. Du kommst erstmal wieder auch zurück. Kitsune, den hat, glaube ich, Baby René oder Baby Khan. Ich weiß es nicht, aber den wollen wir nicht. Ein Robodog. Was ist denn ein Robodog? 300 Robux? Na gut, den kaufen wir uns. Wenn wir den nicht wollen, dann verschenken wir den einfach. Robodog. So, für dich habe ich erstmal keinen Namen. Robodog, komm her, kommst du mit? Juhu. Ich meine, zeig mal. Ist eigentlich ganz cool. So. Sieht doch eigentlich ganz cool aus, der Robodog. Kommst auch erstmal wieder rein. Was gibt's denn hier noch? Schuhe? Wozu brauche ich denn Schuhe? Ach, das ist ein Spielzeug. Leash kaufen? Nee. Ja, unsere Tiere brauchen natürlich auch Essen und... Was ist das hier? Rawbone Frisbee? Ich glaube, wir haben ja schon ein Frisbee. Knochen? Na, irgendwie gefallen mir die Spielsachen nicht. Um ehrlich zu sein. So, den Sloth habe ich, glaube ich, auch. Horse, Cerberus, Griffin, nee. Ich gehe erstmal zurück. So, wir haben jetzt tatsächlich... So, komm. Ich meine, wenn wir uns schon hier die Millionaires-Menschen holen... Warte, wir benennen die mal wieder um, damit ich auch weiß, wie das heißt hier. Wie wird es denn geschrieben? Menschen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Menschen. Na gut. Millionär-Menschen. Wenn wir die schon haben, dann brauchen wir natürlich auch hier ein cooles Auto. Dann schauen wir uns mal an, was für ein Auto wir hier finden könnten. Was gibt's denn für ein cooles Auto? Schalte 3 legendäre super Autos frei. Das machen wir. Wir brauchen nicht ein Auto, wir brauchen 3. 3. Wir holen uns jetzt 3 Autos. So, wo sind jetzt meine Autos? Wo sind die jetzt? Ich sehe sie nicht. Fantastisch. So, ich schau mal jetzt. Fahrzeuge und wir haben... Wow! Ich hab einen ultra selten. Ich hab einen Rocket Racer. Der ist ultra selten, oder? Guck mal, wie schnell der ist. Baby René wird ganz schön Auge auf mein Auto machen. Er wird ganz schön neidisch sein. Schaut mal, Leute, wie schnell der ist. Cool. Ich freue mich so. Okay, ich hab ihn jetzt kaputt gemacht. Und was habe ich hier noch? Oh, jetzt bugge ich rum. So, was habe ich hier noch? Das ist ein Axel. Der ist sagenhaft. Ich glaube, der ist noch seltener, oder? Cool, der ist sagenhaft. Und Tiffany? Auch den kann ich ja verschenken. An Mama Danja, glaube ich. Tiffany, den kann ich verschenken. Der ist aber auch cool. So, was haben wir denn noch? Ach, ich glaube, ich habe aus Versehen... Habe ich 6 Autos? Ich habe 6 Autos gekauft. Ups, ich habe 6 Autos gekauft. Na gut. Also den Rocket Racer, den behalte ich auf jeden Fall. Aber... Tiffany schenke ich, glaube ich, Mama Danja, eventuell zu Weihnachten.
Das könnte ja unser Weihnachtsgeschenk sein. Aber pssst. Douglas, ich weiß nicht, ob dem Baby René oder ob dem Baby Khan bekommt. Axel weiß ich auch noch nicht. Das dürfen die selber entscheiden. Und Luxury Car. Oh, cool. Obwohl, nee, stimmt, wir haben ja Autos zusätzlich zu unseren Häusern bekommen. Jetzt verstehe ich. Weil wir uns die Millionärsmenschen geholt haben, haben wir ein Auto geschenkt bekommen. Und eins davon war es anscheinend. Cool. Na gut, aber ich möchte mit meinem Rocket Racer hier parken. Wir parken mal. Oh, okay. Ich bin verwirrt. Warum ist er so schnell? Ja, ich wollte rückwärts einparken, aber dann parken wir halt vorwärts ein. Weil anders kriegt man es hier mit dem nicht rein. So, wir parken vorwärts ein. So, perfekt. Vorwärts eingepackt. Sieht doch schon mal cool aus. Aber was ist, wenn mich mal jemand besucht und er nicht in diese zwei Häuser gehen möchte? Was mache ich dann? Also was ist, wenn jemand zu mir zu Besuch kommt und sich denkt, oh, ich möchte nicht in ein riesiges Millionärsmenschenhaus, auch nicht in ein Modern Mansion und auch nicht in ein winziges Haus oder auch nicht in ein Partyhaus. Dann brauche ich noch etwas Schlichteres, oder? Was sagt ihr? Okay, die drei Autos haben wir. Das gehört mir, seht ihr, das gehört mir. Den Griffin haben wir auch. Das gehört auch mir. Zugang zu VIP-Lounge, nee, das brauchen wir nicht. Elternhaus, nee. Royal Carriage, vielleicht. Celebrity Mansion. Meerjungfrau Mansion, das können wir doch glauben. Mermaid Mansion, das brauchen wir. Das holen wir uns. So, das holen wir uns jetzt auch. Ist gekauft. So, jetzt schauen wir uns mal das Haus an. Cool, hier ist sogar ein Pool. Ich muss euch ehrlich gestehen, das kannte ich zum Beispiel gar nicht. Und schaut mal, wie tief es geht. Ich meine, für meine Jungfrau. Oh, ich kann nicht ganz nach unten tauchen, ohne dass mir die Luft ausgeht. Das schaffe ich nicht. Muss ich aber ehrlich gestehen, das Haus ist ja echt riesig. Warum liegt hier denn überall Brot rum? Leute, warum liegt hier Brot rum? Kann mir das jemand beantworten? Ey, das Haus ist ja riesig. Hier ist die Küche. Das Wohnzimmer, glaube ich. Das Haus ist ja echt riesig. Und man könnte eventuell noch eine zweite Etage machen, Leute. Das Haus ist ja riesig. Es sah gar nicht so riesig aus. Da sind ganz viele Betten. Da ist ja noch ein Raum. Cool. Aber warum ist denn hier nur ein Schlafzimmer? Und was ist das? Kann ich hier schlafen? Ich glaube, das ist für Eltern. Nee, das ist für Eltern. Aber ich kann hier sitzen. Das Haus ist ja riesig. Ich meine, es sah von außen gar nicht so aus. Warte, wir gehen mal wieder nach draußen. So, wir gehen aber mal schneller nach draußen. Das dauert hier so ewig. So, jetzt schauen wir uns das Ganze von außen an. Denn es sieht gar nicht so riesig aus. Schaut mal, Leute. Es ist eine riesige Muschel und die sieht gar nicht so groß. Oder es ist eine riesige Perle, ich weiß nicht genau. Ist es eine Muschel oder ist es eine Auster oder ist es eine Perle? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Schaut mal, es sieht ultra klein aus und es ist riesig innen drin. Das finde ich super. So, wir können ja nochmal schauen, was wir noch nicht haben. Ich glaube, ich möchte eigentlich nichts mehr. Aber was wir noch machen können, ist uns drei legendäre königliche Fahrzeuge holen. Das können wir doch noch machen. Das machen wir noch zum Abschied, zum Abschluss. Das machen wir noch, weil die können wir ja ganz gut an... cool. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann ja zwei verschenken. Guck, das kriegt Mama Danja und das kriegt eventuell Baby Khan und das vielleicht Baby René. Ich schaue mal. Ja, Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, wie fandet ihr heute, dass ich einfach alles gekauft habe und soll ich das ein zweites Mal machen oder soll Baby René das mal machen? Dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, ich fahre jetzt mit meinem coolen Auto rum und ich würde sagen, tschüss!